So Leute, da sind wir auch schon wieder mit einem neuen Part von Let's Play Super Mario World und wir machen ja weiter in diesem in dieser Burg hier, so. Zum ersten Mal eine Burg, fällt mir gerade mal ein. Ach herrje. Ach herrje. Ach herrje. Na. Was ist das denn? Was soll denn das da sein? Soll das Leben sein oder? Oder? Keine Ahnung. Ich möchte es gar nicht wissen. Es ist braun und es wabbelt und schwabbelt. Es ist ekelig. Es ist sehr pervers. Komm mal hin da. Na toll, ich bin in die Kacke da reingefallen. Toll, 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 super toll. Naja, egal. So. Immerhin habe ich ja noch eine Feder. Vorausgesetzt, ich behalte die auch. So, na. So. Na. Ja, da muss man immer wieder ein wenig aufpassen. Und kann man sich das hier arg versauen, sag ich mal. Na toll, immerhin kriege ich ja jetzt die Feder. Was ziemlich schön ist. Cool, ich kann da ja dran gehen. Ich habe gedacht, ich dürfe die gar nicht berühren, die Dinger. Diese Pfähle. So, wunderbar. Zwischenspeicher. Ja, und in diesen komischen Schlössern sind die Endgegner grundsätzlich immer gleich. Ja, es gibt Endgegner oder Zwischenbosse hier drin, in diesen kleinen Burgen da. Aber wie gesagt, die sind immer gleich. Aber, ja, eigentlich schwer sind sie jetzt nicht, sag ich mal. Ja, und ich sage ganz bewusst sie, so. Was zum Henker war das denn? Ich war voll in den Stacheln drin, sag ich mal. No, ihr blöden Drecksteine, Gott. Jetzt habe ich nicht mal mehr eine Feder. Toll, toll, toll. So, dann nochmal. Ey, meine. Ach so, Gott. Nee, ich habe ja ein Safe State gesetzt nach dem nächsten Level, weil ich danach ja nicht mehr speichern konnte. Deswegen wundere ich mich, warum ich 15 Leben habe. Aber das ist ja ganz simpel, warum. Komm runter da. Schwein gehabt. So. Ja, komm runter. Runter, runter, runter. Na, ich bin blöd, ey. Ich hasse Wumms oder wie die Dinger auch immer heißen. Ja, komm, so normal. Ich nehme schon wieder. Oder ich bin. Häng schon wieder viel zu lange hier drin, finde ich. So, geh runter da. Schweinebacke. Runter da. Video mal gucken. Voll die cholerischen Steingesichter. Komm runter da. Guck mal, da kommst du vorbei. So. Boah, seid ihr Ärsche, ey. Seid ihr Ärsche. Na komm runter. So. Gut, dass der da festhängt. Alles nur wegen den roten Switch. So. 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 So einfach kann es manchmal gehen. Ja, komm. Runter da. So. Okay, der kann gar nicht runter. So. Der kann auch nicht runter. Und jetzt kommen diese Viecher, diese Rhinoceros-Dinger. Steht sogar drauf. Rhinosaure. Na toll. Ja, diese Viecher sind blöd, obwohl sie so klein und ziemlich hässlich sind, finde ich. Ach Gott. Ich muss irgendwie versuchen, an den Pilz dran zu kommen. So. Geh runter. So, das hätten wir. So haben wir ihn doch. So, wunderbar. Oh, du blöder Dreckstein. Ich renne jetzt durch.
Ich renne jetzt einfach, ja. So viel sei gesagt von wegen, ich renne durch, ich bin hier voll der Obermacker. Schlechthin. Naja. Dann halt nochmal. Und aufpassen auf Steine, die runterfallen. Dass ich mich hier schon wieder so schwer tue, ey. Das kann doch nicht Sinn. Das kann doch mal voll nicht Sinn der Sache sein. So. Komm runter. So. Oh, ich hasse euch, ihr kleinen Pissdinger da. Die kleinen sind viel schlimmer als die großen, ey. Boah, sind die scheiße. Jetzt muss ich aufpassen. Wäre alles nicht so ein Problem, wenn die nicht auch noch Feuer spucken würden. Und die Brücke da auch noch kaputt gehen würde. So verreckt. Und blub. So, das hätten wir. Ich bin voll schon fast aus dem Bild raus. Und das hätten wir geschafft. Wäre das eigentlich auch gespeichert? Ich weiß das ja nicht. Oh, eine Höhle. Jupp, es wird gespeichert. Wunderbar, so. Och Gott, die Stelle mochte ich auch nicht. Oder dieses Level. Mit diesen komischen schrägen Plattformen, die hier überall rumfliegen. Vor allen Dingen, wenn man da ganz schnell mal abrutschen kann, wie hier. Ja, genau, das meine ich. Gott, ist das ein Müll. So, komm. Ich glaube, danach kommen wir schon in die Burg rein. Von Wendy O. Cooper. So. Letztendlich ist es nur... man muss einfach nur ordentlich springen, sag ich mal. Und ein bisschen vorsichtig sein. Vorsicht ist hier die Mutter der Porzellankiste. Ja, natürlich. Oh, ich hasse diesen Kack. Da ist halt immer wieder gut, wenn man eine Feder hat. Ja, jetzt wird das Spiel relativ schwer. Zu guter Letzt, ich bin nach. Ich habe ja noch nicht mal das sechste Schloss geschafft. Von daher. Aber ich werde euch trotzdem noch, habe ich überlegt, ich werde euch trotzdem noch den Weg zeigen, wie man das Spiel immer noch so ganz schön verkürzen kann. Falls ihr mal keinen Bock habt, 100 Millionen Level zu machen, wie ich es hier gerade mache, dann gibt es da auch eine einfache Methode. Eine wirklich sehr einfache Methode, wenn ich mal so recht überlege. So. Da sind ganz viele Lebenspilze. Nein, da gehe ich nicht drauf. Ist mir jetzt irgendwie zu gefährlich. Ja. So. War ja klar, dass ihr kommt. Maulwürfe, ich hasse sie. Warum komme ich da nicht hoch zum Henker? Och Gott. Ich kann hier auch kaum Anlauf nehmen. Beziehungsweise kann ich überhaupt keinen Anlauf nehmen. Naja, also da hoch komme ich schon mal nicht. Maulwurf? Nein, er will mir eine Klatsche geben, aber ich hab's geschafft. Finde ich da nicht sogar irgendwie den grünen Switch da irgendwo? Ja. Chocolate Island 5, na toll. Oder 5. Ui, schön Stachis. Dann sollte doch hier Hans Wurst auch nicht lange auf sich warten lassen, sag ich mal. Was haben wir dann hier? Och, schön. Wollen wir uns mal, wenn wir es schaffen, ein paar Leben zurück. Na toll. Das hat ja wunderbar geklappt. Ach, ich könnte brechen, ey.
Naja, immerhin bin ich jetzt groß. So was hat sich ja auch. Röhren, die sich bewegen können. Oder die sich länger machen können. Boah, Schwein gehabt. Hui, so, das hätten wir auch geschafft. Splä. Ach ja. Und schon geht es in das Schloss von Wendy's Castle. Ich kann mich an das Schloss kaum noch erinnern, was hier kommt. Ach du Scheiße, so. Ach, hier kommen diese komischen Kettensägen-Kacke da. Ja, genau, das meine ich. Oder Kreissägen, sind ja keine Kettensägen, es sind ja Kreissägen. So. Obwohl ich es, glaube ich, schwerer in Erinnerung habe, als es überhaupt war. Na toll. Na toll! So ein Scheiß. Komm doch mal. Ja, ich weiß. Ist mal wieder knochentrocken, Saftsack. Komm runter da. Harek. Na toll. Boah, bist du ein Arsch! Bist du ein Arsch! Schmeiß mit Knochen rum, die blöde Sau. Komm mal her, du. Jetzt kriegst du aber ordentlich was eins auf die Bresche, so. Komm runter. Du willst noch mehr? Dann komm hier, so. So. Ich glaube, ich müsste mich da nicht mal bücken. Oder ducken. So. Ja, letztendlich muss man einfach immer nur ein bisschen aufpassen. So. Das hätten wir. Nein, da ist nichts für mich drin. Ja, da heißt es aufpassen. Aber da ist was für mich drin, Moment. Ein Pilz. Das ist auch so ein Scheiß. Ich renne einfach durch. Schön bin ich auch wieder groß. Also das war jetzt, glaube ich, nur noch Rumspringerei mit Feuerbällen, genau. Das, daran kann ich mich noch erinnern. Und ein... ja. Wollte ich schon sagen. Ich wollte sagen, ein Absicherungspilz. So. Okay. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich hänge schon ganz schön nach hier. Bevor ich sterbe, muss ich den Endgegner noch schaffen. Na toll. Oder auch runterfallen, das geht natürlich auch. Aber ich kann nur wieder sagen, dass, ja, Wendy, die heißt eigentlich Wendy O. Cooper. Die, hat genau das gleiche Schema wie, Lemmy Cooper, der ja in den Vanilla Dome war, also sprich in der Höhle da. Also, das haben wir ja schon mal gemacht. Das sollte kein Problem für mich sein. Ich warte lieber. Oh. Oh, Kopfschmerzen. Von den vielen Sprungeinlagen hier, so. Und Feuerbälle, die da immer kommen und... boah, hab ich ein Schwein, wa? So. So, das machst du aber nicht nochmal, du. Saftsau. Und da sind wir auch schon. Ja, schon ist gut. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da, Batsch, so. Ja, und wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Toll. Batsch, so. Blum. Und batsch, so. Da hätten wir es auch geschafft. Und sie versinkt auch wieder in Lava und stirbt. So. Und ich habe es wieder einmal geschafft. Und jetzt passiert was Lustiges, glaube ich. Oder was Schönes. Vielleicht auch was Unheilvolles. Thank you. Was macht er jetzt? Genau, er erwischt es einfach weg.
Wäre schön, wenn man das machen könnte. Wendy O. Cooper in Castle 6 has sung her last song. Mario must meet the challenge that is no before him. There is a sunken ship that appears to be a getaway to a Valley of Bowser. Habt ihr gehört? Blum. Jupp, möchte ich. Und ich mache an dieser Stelle auch erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.